Wir sind jetzt hier im zentralen Zuluftkanal. Da oben sitzt ein EC-Zuluftventilator, der die Luft über diese Klappen, die sich im Sommer bei höheren Temperaturen verschließen, in den Zentralgang drückt. Bei mehr Bedarf wird hier Dachraumluft beigemischt. Das heißt, hier entsteht ein fertiges Gemisch aus Dachraumluft, die jetzt geschlossen sind, und Wärmetauscherluft. Und dieses fertige Gemisch geht dann hier in die Abteile. Man sieht hier so Pendelklappen. Diese Pendelklappen sind dazu da, wenn ich die bewege, können Sie sehen, die andere bewegt sich mit. Die sind dazu da, um die Luft weit genug in die Abteile zu leiten, damit sichergestellt ist, dass auch im hinteren Bereich der Stelle ausreichend Frischluft ankommt.